Ich teste einfach mal das Erstbeste an und schaue mal, ob man das überhaupt knacken könnte. Vielleicht mit dem Messerchen rein und dann irgendwie den Riegel öffnen oder. Also hier wird man wahrscheinlich die Sicherung nicht ganz so groß gemacht haben. Du kannst ein bisschen das nach oben ziehen und hast so eine dicke Lederschlaufe drum gebunden. Da musst du einfach durchschneiden und dann ist es irreparabel zerstört. Ich wollte sagen, ich möchte sie nicht schneiden, aber ich habe. Lass mich kurz in meine Messer schauen. Fesseln. Fesseln entfesseln, um die Lederschlaufe aufzumachen. Ja, gib mir eine Sekunde. Ich habe Dietriche. Ich habe -7 Dietriche. Wir geben dir mir trotzdem meinen Bonus. Hälfte? Bei einer Lederschlaufe, ich möchte Fesseln entfesseln. Ach komm, Schlosserwerkzeug, da ist bestimmt auch irgendwie ein Draht bei oder so. Nein, das ist eine Lederschlaufe. Ich würde gerne fragen, diese Dachfenster, also die Lederschlaufe, kann das Fenster so ein bisschen anheben, oder? Verstehe ich es richtig? Du kannst es ein Müh anheben, ein Müh. Und dann, wir können da nicht zwischendurch schlüpfen. Nein. Ihr müsst die Lederschlaufe vorher abgemacht haben. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt hier im zweiten Obergeschoss steht, könnt ihr auch runter auf die Veranda springen. Die ist im ersten Stock, ne? Da sind zwei Wachen, da könnt ihr runterspringen. Ja klar, aber dann können wir auch ins Erdgeschoss springen und uns den Typen und den Hund greifen. Das wäre leichter. Ja, das. Ich will erstmal nicht Oberlicht gucken, ob da irgendjemand drin ist im Raum, ob der dunkel ist oder leuchtet. Ja, das kommt jetzt darauf an, welches Oberlicht du willst. Das zur nächsten liegt. Ja, richtig, erstmal das am ersten hier oben. Okay. Ja, also wenn ihr das anhebt, könnt ihr ein bisschen Licht erkennen und ein Bett. Ein leeres Bett? Doch leer, ja. Bisschen Licht ist schon mal nicht gut. Schauen wir erst in die anderen rein. Wir gehen jetzt alle systematisch einmal durch, ja? Okay, gut. Dann zeige ich euch einmal, was euch erwartet. Ein riesiges K. Sorry. Das sind die Oberlichter. Ich hab mir schon gedacht, dass das hier in der Mitte wahrscheinlich eher so ein... Das Obergeschoss vermutlich von der Eingangshalle wäre. Der beim K ist wahrscheinlich kein Licht, oder? Keine Ahnung. Was ist das, was wir hier an der Seite sehen können? Ein Schrein. Okay. Ein Schrein für wen? Das kannst du nicht erkennen. Ah. Aber ist hell oder dunkel? Oder sind alle leuchtet? Ist dunkel. Oder generell, ich nehme an, hier ist auf jeden Fall hell. Da ist hell, ja. Genau, hier hast du gesagt auch. Das ist leer. Wir sehen Licht und ein Bett. Das Licht kommt aber vom Flur. Ah, okay. Hier ist vermutlich auch dunkel, hier auch und hier? Nein. Nein? Okay. Also hier ist auf alle Fälle Beleuchtung. Das ist dann nur indirekt beleuchtet. Bett? Fragezeichen? Ich jeweils als Antwort nur. Büro wird kein Wort sein, oder? Schreibtisch zurück. Zuckt die Schultern. Jetzt, ja, okay. Irgendwann deute ich dann auf dieses Fenster hier. Und signalisiere den Willen, da einsteigen zu wollen. Ich überlege kurz und dann signalisiere ich, Affe könnte uns verraten. Aufdecken. Das habe ich ja das andere. Das weiter weg von dem Affen. Also wir bewegen uns dann, oder ich bewege mich dann zu diesem Fenster hier. Okay. Und deute Fexarias, dass er mir beim Öffnen helfen darf. Du hast Fesseln entfesseln, ja? Ich hebe ein wenig das Fenster hoch und guck dich fragend an. Und dann versuche ich die Schlaufe zu öffnen. Nicht destruktiv. Öffnen wir einfach mal. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Misslungen. Ich könnte die FF shippen. Oder habe ich eine Erschwernis? Fragezeichen. Ja, also. Das ist halt ein dickes Ledertau und du greifst da jetzt mit nicht viel Platz. Ich würde dir eine Erschwernis von 3 geben, ja. Sehe ich, wie er sich anstellt? Oh. Relativ zügig, denke ich. Würde dann die Hand wieder rausnehmen. Du kannst sehen, wie dir ein Gesicht entgegenstarrt. Es ist, du kannst es erkennen. Er kann dich im Dunkeln wohl nicht ganz erkennen, aber du kannst sehen, wie dir jemand finster entgegenstarrt und der Oberlippenschnauzer lässt dich auf Huron schließen. Dann ziehe ich die Hand zurück, als wäre ich gerade von einer Maraske gestochen worden. Rodriguez, überprüf das Dach! Und ich beobachte Horun weiter und signalisiere irgendwie, seitwärts so außerhalb meines eigenen Sichtfeldes zu Vexarius halten, dann warte ich, bis er weggeht und dann lasse ich ihn das Ding runter machen.
Dann, leise lassen wir runtergleiten. Wir müssen runter. Sie kommen. Wir müssen hier runter. Ja. Fassade, erster Stock. 3. Ja, wir gehen jetzt wieder 2. zurück über das Dach. Und ich sag doch gerade, wir gehen wieder zurück über das Dach, da wo wir hergekommen sind. Ja. Ihr könnt sehen, wie sich eine weitere Dachluke öffnet und der Affe sich mit dem Kopf euch entgegenstreckt. Ja, zum Zeitpunkt sind wir hoffentlich schon weg. Wo über? Also seid ihr jetzt hier hinten rüber? Wir gehen hier hinten und dann erstmal wieder runter auf dieses Nebengebäude, von dem wir kamen. Okay. Damit wir nicht auf dem Dach sind. Ups, das ist die Eingangstür. Ja, das ist nicht so schlimm. Den Spalt gönne ich euch. Gut, ja, dann könnt ihr auf alle Fälle noch mit einem, nee, sich verstecken Probe. Das ist jetzt völlig. Okay. Der Affe wurde aktiviert. Sich verstecken hier. Göttergefällige 12. Das reicht. Recht locker. Ja, gut, reicht. Aber ihr habt auf alle Fälle die erste Aufmerksamkeit. Und ihr könnt hören, wie jetzt die verschiedenen Leute im Inneren rumrufen. Dann warten wir erst nochmal wieder, bis sich das gelegt hat. Männer sollen aufpassen. Erhöhte Aufmerksamkeit. Der Boss hat gesagt, irgendjemand war da vielleicht. Der Karikellos Bescheid. Und der Mingos. Conchitas. Sangritos. Okay, wir haben es verstanden. Was macht der hier? Wird er aufmerksamer oder jetzt, sieht er sich jetzt? Also wir können sehen und hören, wie jetzt die verschiedenen Leute sich jetzt auch aufteilen. Die Zigarrenstummel werden ausgedrückt und man fängt jetzt auch mit nicht einer Patrouille an, aber auf alle Fälle mit aufmerksamem Suchen. Er hier tritt auch einmal den Hund wach. Das macht er dann auch, so dass der dann ihn erstmal anknurrt und dann aufmerksam seinen Kopf so ein bisschen nach links und rechts guckt und der stellt sich dann wieder hin und blickt die Steilwand nach oben. Ich denke, wir warten. Dieser Hund hier wird auch abgekettet und erstmal im Garten frei laufen lassen. Der ist so groß genug. Und ja, so verstreicht die Zeit. Wir legen uns auf die Lauer und warten erstmal, bis die allgemeine Aufmerksamkeit wieder abnimmt. Die Nacht ist ja noch jung. Eine Stunde später. Der Hund hier ist wieder eingeschlafen und der ist auch eingeschlafen, irgendwo mitten im Garten. Steht wohl auch noch jemand daneben. Die anderen haben sich in so einem Dreierkreis mittlerweile hingestellt und wohl jetzt Ilmkraut oder sowas angemacht. Oh. Nicht der Signalisierer auf Attack. Plan? Fragezeichen. Fenster, erstes Geschoss. Da kommen wir von diesem Seitendach aus ran, oder? Wann meint Fenster? Erster Stock? Hier? Wir müssen über ich dachte so von hier vielleicht? Vom First, vom zweiten OG erstmal hochgucken, auf den First hochgucken, ob der Affe noch rausschaut. Und also dann, hier sind keine Fenster drin. Nee. Und dann auf der Ostseite, da wo das Balkon ist, da sich runterlassen an einer Rinne oder einem Stück. Aber da ist ein Affe. Auf die First wollte ich gefragt, ob der Affe noch da ist. Na, ich meine, hier ist ein Affe. Den hat er gar nicht gesehen. Den hat er gar nicht gesehen, stimmt. Wir könnten den natürlich. Hat jemand einen Bogen dafür? Nein, shit. Wir könnten Bogen natürlich versuchen, den Affen einfach Bogen ist leise. Ja. Blasrohr ist auch leise. Kann ich meinen Bogen mitgenommen haben? Nee. Du hast ein Kotschwert, das ist auch vergiftet, ja, aber. Ich schau mal Diamant an. Ich mache Nachtwind. Affe? Leise? Ist der Nachtwind vergiftet? Nee, ne? Nachtwind nicht, nein. Frag lieber vorher. Ja. Also ich tippe auf Diamantes Waffe und frage andere Waffen? Fragezeichen? Ja, ich gehe nur mit meinem Mantel schiebe meinen Mantel etwas zurück und lasse den Holster und die Balistrina hervorscheinen. So ihr könnt ein bisschen Bewegung erkennen und dann seht ihr, wie ein Sklave aus dem Inneren des Hauses kommt und sich um den Hund kümmert. Und nach einiger Zeit kommt ein anderer Sklave nach draußen und stellt sich hier hin und füttert den Affen. Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Wir haben nur nichts dabei, was der Affe essen wollen würde. Aber vor allem ist jetzt auch der Hund gefüttert. Ah, du Bastard!
Wir könnten einfach runterspringen und den Affen abstechen. Tipp mal auf die Balestrina und signalisiere Affe. Laut. Laut. Ja. Aufmerksamkeit auf uns. Okay, ich mache einfach Folgendes, pass auf. Der Sklave wird vermutlich dann wieder gehen und der Affe wird in Ruhe speisen. Vielleicht hat er ein Schälchen gekriegt oder so, oder ein Körbchen. Genau, Apfelstücke und Orangen und sowas ist da drin. Also ist auch abgelenkt. Ich werde einfach den Nachtwind zwischen die Zähne klemmen, mich dort der Fassade herunterlassen und den Affen abstechen. Tanzen wir gar nicht drum herum. Also, du gehst jetzt alleine oder kommen die anderen mit? Ich nehme an, wir bewegen uns alle so hier hin. Genau, zum Dachfürsten. Allein schon damit ich, wenn irgendwie Dorf im Alarm ist, damit die beiden mich schnell wieder hochziehen können. Und dann werde ich mich alleine herunterlassen und den Affen. Es ist. Also, nur zum Verständnis, wie groß ist dieser Affe? Der Affe, das ist so groß, wie er auf dem Bild ist. Also du würdest sagen, zwei Hände groß. Gut, weil dann brauche ich das Schwert gar nicht. Dann werde ich ihn nämlich zur Vermeidung von Flüssigkeitsverlust einfach packen und ihm den Hals umdrehen. Du musst ihn halt beim ersten Mal kriegen. Okay, dann mache ich ihn doch lieber. Also, das gilt für den Dolch halt genauso. Aber deine Raufenattacke muss einfach gelingen. Dass man darauf in der Tage gelingt, ist nicht meine Sorge, dass sie nicht genug Schaden macht, weil der jetzt auch halt doof ist. Also, ich gestehe dir auch zu, dass du echte SP an ihm machst, wenn du dir deine Metallhand um sein kleines Köpfchen legst. Ja, ne? aber wie viele LEP halt hat so ein Affe? Vielleicht hat er 10, das kannst du nicht mit einem Raufenangriff machen. Ich glaube ja 6 oder 7 oder so. Ja, nein, sorry. So, Botaniker? Moment. Kann man drauf meucheln? Nein, kann man nicht. Das ist keine Laptop-Talent. Du könntest dir aber Schaden reinlegen. Also, wenn du deinen Angriff selber erschwerst, ich würde sagen, Angriff, ist es eine minus 8 oder eine minus 5? Ich würde sagen... Minus 8, wenn er ganz larven würde. Also wenn dann minus 5. Er ist nicht im Kampf. Es ist ein Hinterhalt, er würfelt vorher eine Intuitionsprobe und dann kriegst du entweder minus 8 oder minus 5. Okay, dann schleiche ich runter. Ich klemme mir trotzdem ein Schwert zwischen die Zähne, nur für den Fall. Ich mache wieder Seil um den Dach fest, um den Kabin fest und lasse das Seil runter, damit es schon wieder hochkommt. Und dann lasse ich mich daran ganz vorsichtig hinab. Weißt du was? Ich blicke erst noch einmal den Mond an. Du wünschst dir selber Glück? Und wünsche mir selber Glück. Jetzt muss ich trotzdem würfeln, um einen Patzer abzupassen. Diese 2 Karma für den Glückssegen. So, Werte für Kleinaffen. 1 bis 4 Stein. Ich würde sagen ein Stein, ne? So ein Kilo, ein Stein. Gibt's auch Moosaffen, gibt's da Werte für, ne? Glaube ich. Weiß nicht, ist das ein Zirkusaffe oder Purzeläffchen, ne? So in der Richtung, denke ich. Ich glaube, die haben einfach die Werte von dem kleinen Affen. Mut 6, Klugheit 6, wo sind die Lebenspunkte? Resistenz 3. Es könnte sein, dass... 9 Lebenspunkte. Ich gebe ihm 8 Lebenspunkte. Er hat ja vor allem eine Wunschwelle. Hoffe ich. Und dann, genau, ich lasse mich langsam hinter ihm leise die Wand hinab. Ich nehme an, das jetzt schleichen. Wenn du das jetzt nicht mit Ruck machen willst, dann ja. Okay. Oh, nur 10. Na, ich möchte das nicht neu würfeln. Du hast hier eine Tür. Ich vermute mal, du wirst dich nicht direkt an der Tür entlang hangeln, sondern na, vermutlich eher hier so hier. Oder hier? Richtig. Ah, hier, mach mal hier. Und dass ich dann auch kurz oder schon ein bisschen Seitenblick in die Tür werfen kann, auch kurz horchen, ob da vielleicht noch jemand kommt oder sich jemand bewegt. Oder ansonsten breche ich dann natürlich wieder ab. Aber unter der Annahme, dass dies nicht so ist, lasse ich mich hinab. Und dann packe ich mir den Affen. Dann, deine Schleichenprobe ist gelungen, ne? Mhm. Gib dir jetzt hier einfach gerade mal die Vision frei, die du da jetzt schon hast. Das sieht wie ein Bett aus. Das sieht wie irgendwas aus. Also, ja. Es sieht mehr so aus wie nicht wie ein Bett, sondern wie halt eine Schlafstätte. Feldbett vielleicht oder ein Strohsack oder so. So, dann erstmal deine Raufenprobe. Gut, es ist minus 5 oder minus 8? Weißt du nicht. Ich gebe erstmal ein W6. Nee, nicht geschafft. Okay. Dann gebe ich mir nämlich einfach mal einen locker flockigen 8er gerade. Mit der Veteranenhand. Das gleicht sich dann nämlich auf plus minus 0 aus und dann sollte ich mit meinem 19er Attacke-Wert durchkommen. Ja. Lass mich mal schauen, wie viel Schaden eine Veteranenhand macht, weil die hat, glaube ich, einen Bonus. Mhm. Handgemenge Waffe. Veteranenhand, 1W6 plus 2 plus 8, 1W6 plus 10. Müssen wir gar nicht würfeln. Ich packe ihn mir.
Oder ich hau ihn vermutlich einfach direkt mit der Hand ihn direkt auf den Boden. Es knackt. Dann packe ich ihn und drücke ihm noch die Luft drüber zu Hunde für den Fall. Klingt ziemlich fies, wenn ich das so ausspreche, aber es ist nur ein Affe. Es ist ein echt süßer Affe. Es ist ein süßer Affe, aber das hat uns noch nie aufgehalten. Wirfst du den Leichnam dann hier runter, oder? Nein. Oh Gott, nein. Steckst ihn in die Kiste. Nee, wir platzieren ihn so auf den Tisch, also nicht direkt auf den Tisch, sondern auf dem Stuhl, dass er aussieht, als würde er ein bisschen schlafen. Da gibt es wahrscheinlich so Stühle für eine Terrasse gegen Haus, oder? Ich denke nicht. Ich denke, wir verstecken ihn einfach hier in den Büschen. Gut. Und lassen ihn da so aussehen, als würde er schlafen. Also wir legen ihn irgendwie auf die Seite da. Ja. Ihr könnt aus dem Nachbarraum Stimmen hören. Okay. Oh, ein guter Zug. Oh, ich bin so langsam auch etwas müde. Was hältst du denn davon, wenn wir nach oben gehen, ne? Ja, natürlich. Ihr habt hervorragend gespielt, eure Künste werden immer besser. Also gut, mein Liebster, dann gehen wir nach oben und ich verführe dich etwas, hm? Damit könnt ihr sehen, wie sich ein graziler Frauenkörper in Seide gehüllt aus einem der Sessel schiebt, beziehungsweise so ein Sitzsack und dann irgendwas platzt da gerade, ein paar Reiskörner, die dann hier euch entgegenkullern und dann könnt ihr hören, wie sich irgendjemand Tisch wackelt ein bisschen. Einige Figuren, die wohl ein bisschen umgeworfen werden und dann watschelt eine Kreatur ebenso durch das Zimmer. Sieht sehr aranisch aus. Beide. Und lassen wir sie gehen und warten, bis unter Umständen eine Tür zufällt. Ja. Dann schauen wir mal rein. Ja, vorsichtig die Ecke aufschneiden. Da immer Schritt gehen, schauen, Schritt gehen, schauen, Schritt gehen, schauen. Erstmal den Rahmen an, bevor die Tür aufmacht. Den Rahmen und den. Die Tür ist ja offen. Also wie ich das verstanden habe, steht sie offen. Wir können hier durchschauen. Genau, es ist so ein diese Fliegenschutz die da runterhängen. Aber ich mag, wie du denkst. Wie dreht man den Sichtbereich? Du klickst dich selbst an und dann kannst du einfach mit Shift und Mausrad kannst du ihn um 45 Grad drehen oder mit Shift-Steuerung und Mausrad kannst du ihn frei drehen. Ich glaube, in 1 Grad Schritten. Ja, was ich gerade gesehen habe, ist, dass man aus irgendwelchen Gründen habt ihr kein Auto-Reveal. Weißt du, woran das liegt, Jan? Es kann sein, dass du das pro Token einstellen musst. Ihr seid auch PCs, ihr habt alle Blickfeld, also ihr seid alle gleich. Ja, richtig, aber du musst aufdecken, sichtbare Fläche musst du anmachen auf jeden Token. Ich mache das gerade mal bei Jan an. Wo denn? Bei Configuration oder wo? Nein, du machst einen Rechtsklick auf das Token und einfach aufdecken. Es könnte Reveal heißen im Englischen, sorry, ich habe meinen Natural auf Deutsch stehen. Ich habe auch auf Deutsch. Rechtsklick, aufdecken und da sichtbare Flächen. Ich denke, dass es das ist. Aufdecken, sichtbare Flächen, letzter Pfad, nur aktuelle Sichtbares. Okay. Oh, nur aktuelle Sichtbares habe ich zum Beispiel nicht. Es könnte sein, dass das ist, was du brauchst. Okay, dann versuch's mal. Also ich weiß, dass es eben gerade nicht... Wo ist denn gerade ein Stück Fog of War, den wir aufdecken dürfen? Hier. Nope. Achso, weil die Tür im Weg ist für mich, glaube ich. Nee, geht nicht. Okay, dann kannst du den Notfall einfach von Hand freigeben, denke ich. Jetzt geht's. Ja, aber das war nicht dein Token, das war das von Diamantis. Zieh mich ein Stückchen weiter rein, ne? Ja, das ist Diamantis, ich zieh ihn mal rein. Diamantis geht einfach mal vor. Okay, ja. Ja, gut. Der hat die Auto-Reveal. Ja, ihr könnt sehen, wie sich noch der große, fette Körper von dem Bayrun die Treppe nach oben begibt und er dann im oberen Stockwerk verschwindet. Dort unterhält sich gerade, das ist wohl ein Wachmann und ein Sklave. Während Diamantis an die Tür geht, um nachzuschauen, Strichschmiere zu stehen, werde ich mal kurz den Raum in Augenschein nehmen. Irgendwas, was hier wichtig aussieht. Ein Spielsalon. Rote und weiße Kamele, die wurden wohl über die letzten paar... Nicht Stunden, aber die wurden bewegt und sind auch umgekippt, einfach aufgrund der Masse. Da ist wohl der große Bayrun gegen den Tisch gekommen und die sind aus unglaublich hochwertigem Mammuton und aus roter Koralle gefertigt. Also das ist schon was, das bekommt man nicht immer. Du kannst ein Terrarium erkennen, wo eine schwarze Kobra sich befindet und sich drohend aufrichtet. Also auch hier schon einmal mit Giften wird hier nicht geaßt. Aber nichts, was augenscheinlich teuer aussieht. Also teuer und leicht zu tragen.
Naja, durch Spielsteine von den roten und weißen Kamelen. Ja, nein, so gierig bin ich nicht. Ja, ich trete wieder von der Tür zurück, weiter in den Raum rein, da zu dem Spieltisch, wo die anderen stehen, und mit gesenkter Stimme, da der Wachmänner steht mittendrin, ein Sklave ist ebenfalls im Raum. Dann gehen wir wieder zurück. Ich bin da auf jeden Fall nicht vorbei. Und dann tun wir genau das und gehen wieder zurück. Hier ist noch eine Treppe, ich glaube, die führt runter, in einem Keller oder... Was für ein Gewölbe. Nee, vom ersten Stock würdet ihr dann hier runter in den Erdgeschoss. Richtig, die führt so auf diese Veranda. Ach, wir sind im ersten Stock, okay. Da wollen wir ja sehr empathisch nicht hin. Nicht mehr. Ich wende mich an Flexarius. Ich lass uns doch ausreden. Lass ihn erstmal reden. Ich würde mich mal an der Fassade hochgucken, ob da irgendwelche Fenster sind in unserer Kletterreichweite. Also direkt schräg über uns sozusagen. Was? Fenster? Fenster, ja klar. Im zweiten? Nein, ich sehe keine Fenster. Nein, da sind keine. Weiter die Fassade runter, nach Norden hin sozusagen? Auch nicht. Also hier? Doch, da müsste eine große Fensterfront sein, ja. Dann geht's erstmal wieder hoch aufs Dach. Erstmal könnt ihr jetzt hören, wie der Sklave mit einem leisen Geflüster und Gemurmel so anfängt zu singen und die Spielsteine und die Weingläser und sowas wegräumt und da jetzt aufräumt. Zum Glück haben wir die Spielsteine nicht mitgenommen. Zum Glück sind wir nicht goldgierig. Gibt es einen Sims auf der Seite von dem ersten Stock an der Seite? Der ist unglaublich schmal. Das ist kein Nein. Das ist eine Akrobatikprobe. 2 Zentimeter oder 5 Zentimeter? Akrobatikprobe. Nein. Kannst du auch Athletik arbeiten? Oder auf Körperbeherrschung? Ja, plus 10. Wir gehen erstmal wieder hoch aufs Dach. Genau. So, dann bewegen wir uns auf dem Dach hier hinüber. Und dann werden der Mann und ich. Und unter euch könnt ihr es jetzt mittlerweile quietschen hören und stöhnen. Also eher so ein erschöpftes ins Bett legen, als dass es so ein Luststöhnen wäre. Dieses Fenster korrespondiert mit diesem Raum. Also auch nicht gut für uns. Hier sind keine Fenster. Nein. Hier sind keine Fenster. Ihr könnt ihr die anderen Oberlichter angucken, B sind, und G. Richtig, sind hier welche? Fenster? Nein, Oberlichter sind da. Da ist Hurun, der Giftfürst. Ist ein Dorn in meinem Auge. Ja, finde ich auch, wir müssen da rein. Dann schneiden wir das Leder halt durch. Also erstmal aufmachen das Fenster, ob es hochzieht, ob da Licht das runterfällt und Geräusche. Ja, Fesselnprobe. Auch das Durchschneiden? Lass mich. Ja, eben auch schon. Ich dränge dich mal vor, ich habe gesehen. Also wenn du willst es aufschneiden, dann machst du irreversibel Schäden. Ich will es fesseln. Fexarius will jetzt, okay, dann halte ich das Fenster für ihn an und dann versuchen es aufzumachen. Warum hast du nicht vorher was gesagt? Ja, du warst gerade so schön im Flow. Warum habt ihr nichts Egal. Ja, geschickte Hände, die das Leder beiseite schieben, öffnen, drehen. Du weißt nicht genau, was... Das war ein normaler Knoten. Und plötzlich ist es offen. Ich deute auf Diamantis, dass er sich unten umsehen soll. Ich schiebe das Fenster weiter vor sich auf und ist es zum Schieben also, dann oder zum Hochklappen das Fenster dann, also das Oberlicht? Wir machen das so. Vexarius hält das Fenster offen, ich packe Diamantis bei den Beinen und hänge ihn so halb in den Raum, damit er sich umsehen kann. Vermutlich lasse ich ihn erst so Kopfhöhe runter und wenn er dann signalisiert, ein wenig weiter, wenn er mehr Sicht braucht. Ich kann erst mal den Kopf reinstecken und runterstecken durchs Oberlicht und dann gucken selber. Oder so, weil das wäre nicht so lustig. Ich klopfe dir einfach wieder auf die Hand, sodass ich wieder hochgezogen werde. Und signalisiere, ist nichts. Niemand da. Schlafzimmer. Kein Arbeitszimmer, Ist das hier was ist das für eine Wand? Da kann man durchschauen, so eine Perlenwand, oder? Das ist dann keine Perlenwand mehr, sondern so eine Säulenwand. Also da sind so eine Torbögen drin und dann hast du hier eine Säule und da eine Säule und da eine Säule und da sind dann immer so ganz kunstvolle Torbögen, die total gut verziert sind und irgendwelche Spinnenköpfe, die dir dann gegengucken und Kobras und irgendwelche anderen giftigen Asseln.
Aber was ist das? Das ist eine Tür zum nächsten Raum. Sehen wir uns doch dort einmal um. Also runter? Ja. Ich lasse ihn dann vorsichtig runter. Kann man hier runter, ohne auf dem Bett zu landen? Also ist dieses Bett gemacht oder ist das unordentlich? Das ist noch gemacht. Noch gemacht. Kann man ihn runterlassen, ohne dass er irgendwie auf dem Bett landet? Er macht das nicht, das machen höchstwahrscheinlich seine Sklaven. Ja, natürlich. Nochmal die Frage. Kann man einen von uns herunterlassen, ohne dass derjenige auf dem Bett landet? Nein. Aber du kannst eine Hauswirtschaftsprobe würfeln. Sind Balken an der Decke, sodass man sich daran ranhangeln kann und neben den Nein. Bett runterlassen? Okay. Kann ich vorher Hauswirtschaft machen, um einzuschätzen, ob ich das hinkriegen würde? Ja, das kannst du machen. Eine theoretische Hauswirtschaftsprobe. Und wenn sie gut genug ist, dann... Du hast tatsächlich das letzte Mal gesteigert. Lass mich den einen Punkt noch eintragen, der könnte hier wichtig sein. Oh, das ist gut. Ja, schon kunstvoll. Die wissen, was sie machen, aber das kriegst du hin. Doch, das ist immer in Myria. Dann lasse ich mich selbst hinunter. Und deute den anderen beiden, sie sollen bereit sein, mich dann aufzuziehen.